Das ist der Grund, warum du in den Wechseljahren besonders am Bauch zunimmst. Als Ernährungswissenschaftlerin wird mir häufig die Frage gestellt, warum viele Frauen in den Wechseljahren besonders am Bauch zunehmen. Häufig wird ja gesagt, das Fett verteilt sich eher zufällig und man kann nicht vorhersagen, wo sich Fett anlagern wird. Das ist nicht so. Denn in diesem Fall gibt es hormonelle Ursachen. Das Fett im Bauchraum nennt sich Viszeralfett und es umgibt die Organe. Ein bisschen Viszeralfett benötigt jeder Körper, aber es kann schnell zu viel werden. Denn Viszeralfett ist das ungesündeste Fett, das wir mit uns herumtragen. Bauchfett ist sehr stoffwechselaktiv und sendet viele Botenstoffe aus, unter anderem die entzündungsfördernden Zytokine, die auch die Insulinsekretion beeinflussen. Folglich sinkt die Toleranz für Kohlenhydrate. Ein erhöhter Bauchumfang gilt als Risikofaktor für koronare Herzkrankheiten, Schlaganfall und Diabetes Typ 2. Bei Frauen spricht man ab 80 cm Bauchumfang von einem erhöhten Risiko und ab 88 cm von einem stark erhöhten Risiko. Der hormonelle Hintergrund dafür, dass das Fett besonders am Bauch eingelagert wird, ist das Absinken des Hormons Östrogen. Östrogen selbst fördert die Fettanlagerung an der Hüfte und am Po. Zu Beginn der Wechseljahre tritt häufig eine Östrogendominanz auf und es wird erst einmal mehr Fett an Hüfte und Po eingelagert. Später sinkt die Östrogenkonzentration und nun wird mehr Fett am Bauch eingelagert. Auch Stress, zum Beispiel durch Schlafmangel, fördert durch das Hormon Cortisol zusätzlich die Einlagerung von Fett am Bauch. Der Schlüssel zur Abnahme am Bauch in den Wechseljahren besteht aus einem guten Stressmanagement und einer antientzündlichen Ernährung, die zum Beispiel viel Gemüse enthält und ungesättigte Fettsäuren. Außerdem ist es sinnvoll, die Kohlenhydrate zu senken, da in und nach den Wechseljahren die Toleranz für Kohlenhydrate abnimmt. Im Text zu diesem Video beschreibe ich dir, welche Ernährung für dich ab dem 40. Lebensjahr besonders wertvoll ist, um Bauchfett abzubauen. Mehr Informationen rund um die richtige Ernährung in verschiedenen Lebensabschnitten bekommst du auf unserem Blog auf foodpunk.com.